Nerdzone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Fall of Light. Das Spiel spiele ich auf der Nintendo Switch. Schwierigkeitsgrad normal. In the beginning. Okay. Es gibt Licht im Leben, aber es gibt auch Schatten. Du bist eins der Lichter, das Licht aller Lichter. Von Bram Stoker. Hat was von Dracula, oder? So. Ladezeit sieht auf den ersten Blick jetzt nicht gut aus, aber zum Glück ändert sich das schnell. Und los geht's. Lagerfeuer sind sichere Bereiche, wenn ihr das Feuer schürt. Genau. Okay, wir können uns hier bewegen mit dem linken Stick. Lesen. 10 Jahre lang zerrüttete der Kampf die gesamte bekannte Welt, bis die Finsternis alles infizierte. Jetzt stirbt die Welt um uns herum allmählich Tag für Tag. Der Fall des Lichts 1. Was können wir noch machen? Äther rufen? Aha. Ah, und dann können wir ihre Hand nehmen. Und solange wir... Umhang wechseln. Ah, hier haben wir einen Umhang. Solange wir die Taste drücken, nehmen wir sie an der Hand und können sie herumwirbeln. Und wenn ich sie stehen lasse hier, ach, sie läuft mir ohnehin ein bisschen nach. Äther ist ein Indigo-Kind. Ihr Körper strahlt ein schwaches Licht aus. Wenn ihr nah genug seid, steigert ihr ihre helle Aura. Steigert ihre helle Aura eure Kraft und euer Können. Okay. Hier haben wir ein Inventar.
Gegenstände auf dem Boden. Und hier haben wir ein paar Slots. Okay. Ihr braucht eine Waffe, um gegen die Feinde zu siegen. Ist das ein Feind oder gibt ihr mir eine Waffe? Das ist ein Feind. Das ist ein Feind. So, dann brauche ich eine Waffe. Gib mir eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Hier ist auch keine. Ich kann ja gar nichts machen gegen den. Ich brauche bitte eine Waffe. Rollen mit B, okay. Und hier haben wir zumindest mal ein Schild. Mal sehen. Aha. Okay, okay. Hier unten ist was Schönes. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, als wäre ich falsch gelaufen. Was spricht der hier? Ihr habt einen Runenkreis aktiviert. Wenn ihr die tanzenden Lichter findet und durch sie hindurchläuft, bringen sie euch an genau diesen Ort zurück. Okay. Hier geht's lang. Genau, du versteck dich. Ich hoffe mal, dass hier eine Waffe für mich ist. Irgendwo. Das war nix. Zyklus 1. Ja, das war wohl eher ein bisschen kacke. So, hier gibt's auch nichts. Der zeigt mir hier den Weg zum Äther an. Gibt's das? Ach, ich würde so gern eine Waffe ausrüsten. Dazu müsste ich eine Waffe erstmal finden. Ups. Vielleicht doch hier. Da waren zumindest weniger Gegner. Naja, ich bin schon mal gestorben. Also, so richtig überleben bin ich auch nicht. So, have you come to a decision? Will you leave the dying hellhole? Naja, hätte ich zumindest vor. You really don't hear the shadows? Then you walk on the side of madness. Klingt irgendwie alles sehr kryptisch. Wir schnappen uns die Lampe. Dann brauchen wir eigentlich Ether auch nicht mehr. Dann haben wir schon Licht. ZL, Lampe an- oder ausmachen. Okay. Aber achtet stets auf eurem Pfad. Ja. Ups, ja, das hat er gemeint. Ich brauche immer noch eine Waffe. Kniet mit Äther vor dem Schrein der Macht nieder, um diesen Ort zu weihen. Falls ihr sterbt, kehrt ihr hierher zurück. Vorsicht, alle bis zu diesem Zeitpunkt getöteten Feinde werden ebenfalls wieder zum Leben erweckt. Ich habe noch keine Feinde getötet. Oh, und hier haben wir unser erstes Schwert. Mit R angreifen, okay. Und jetzt sofort zurück zu den beiden.
Ich will den Kampf ausprobieren. Trotzdem aufpassen, wo wir hinlaufen. Also mit L blocken und mit R schlägt man zu. Hier ist er. Aha. Der hier wäre schon gestorben. Das ist aber nicht einfach. Zyklus 2. Und scheinbar werden meine Tode mitgezählt. Aber zum Glück habe ich meine Waffe noch. Ether können wir wieder zurückholen. Roms. Auch wenn sie mir noch nicht wirklich was gebracht hat. Okay, da ist auch nichts. Und nach dem Ableben sollte man wohl zurück und seine Sachen holen? Nein, habe ich mit. Aber man sollte trotzdem zurück und Ether wiederbeleben. Ich muss ein wenig mehr auf meine Deckung achten. So. Ich lege mich jetzt trotzdem nicht mit dem an. Wir schauen mal hier rüber. Da ist noch ein Gegner. Oh, da sind zwei, drei. Aber die haben uns nicht viel entgegenzusetzen. Okay, ich habe nur noch zwei Hitpoints. Luce, die gefallene Göttin. Soll ich das riskieren? Andererseits, ich schau mal zu dieser Statue, weil so ein Checkpoint hat schon was Beruhigendes irgendwo. Das sollte mir etwas Sicherheit geben. Ups. Ein bisschen randalieren muss sein. Wenn wir schon nicht die Gegner schaffen, dann hauen wir ihnen wenigstens die Fässer kaputt und die Vasen. Komm. Aufpassen. Löchrige Brücke und hier ist die Statue. Lasset uns knien. Oh, schön. Ja, vielleicht wollte er nur reden mit uns. Mit diesem Hebel lässt sich die Zelle in der Nähe öffnen, aber sie ist im Moment leer. Okay, warum dann öffnen?
hier ist ja auch einer. Den hätte ich gar nicht gesehen. Ja, so wird... So macht dann das Blocken auch wieder mehr Sinn. Wenn er sich automatisch dem Gegner zuwendet. Au. Ladet die Lampe mit Blutkristallen wieder auf. Das sind diese hier, oder? Weiter drücken, um die Lampe aufzuladen. Ah, okay. So lädt man die Lampe wieder auf. Ich will eigentlich genau die Lampe wieder wegstecken. Gut. Ah. Aber schade, dass sie mir nicht oder noch nicht helfen kann. Also die Ausdauer geht relativ schnell zur Neige. Und dann heißt es ein wenig Abstand nehmen, damit sich alles wieder aufladen kann. Oh, das war's schon wieder. Ich muss sagen, es hat irgendwie einen kleinen Dark Souls-Vibe mit ein bisschen weniger bestrafendem Gameplay, kommt mir vor. Also die Gegner sind alle wieder hier, aber ich sehe jetzt zum Beispiel auch nirgends Erfahrung oder ein Level. Ey. Vorhin hat er sich bereitwillig schlagen lassen. Gemein. Wo bin ich hier? War da eine Falle? Das ging noch gut. Oh, hier. Game Design Matteo Scuteri. Warum schreit sie denn? Gibt doch gar keinen Grund. Lass Ethos aus ihrer Asche auferstehen. Ja, das wollte ich doch vorhin. Oh, nicht gut. Nicht gut. Oh, das kostet mich ordentlich Ausdauer. Uhuhu. Es wäre auch total schön eigentlich, wenn man sehen könnte, wie viel Leben der Gegner noch hat. Oh, oh, oh. Das war unfair. Ich hab nicht sowas. Schade. Hm.
Okay, ich würde sagen, für heute war es das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.